Alexander Wagner möchte wissen, was beim Airsoft eigentlich ein Hop-Up ist. Und um das ganz schnell zu erklären, sorgt im Prinzip das Hop-Up dafür, dass eure Knifte weiter schießen kann. So, noch da? Wieso? Ich habe doch alles erzählt. Nee, dafür wäre das nämlich jetzt hier definitiv der falsche Kanal. So, um jetzt ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen zu kriegen, bitte ich euch jetzt einfach mal, eure Airsoft-Knifte euch vorm inneren Auge vorzustellen. Unten haben wir ein Magazin, da liegt eine Bibi drin und die Bibi wird mit einer Feder bis ans obere Ende an die Öffnung des Magazins befördert. Da ist eine kleine Sicherung drauf und sobald das Magazin sozusagen in der Knifte einrastet, das hört man mit so einem Klick, dann wandern die Bibis, die in dem Magazin sind, oben in die Feeding Tube rein. Die Feeding Tube, die endet da, wo die Hop-Up-Kammer anfängt. Das heißt, wir haben hier eine Hop-Up-Kammer, da liegt jetzt die Bibi ungefähr so vor. Sie kann noch nicht ganz nach oben, weil da das Nozzle drauf liegt, das im Prinzip dafür sorgt, dass die komprimierte Luft aus dem Zylinder also nochmal mehr komprimiert wird durch diese kleine Öffnung und die Bibi sozusagen nach vorne aus eurer Knifte rausschießt. So, wenn wir jetzt den Trigger oder den Repetierhebel von unserer Airsoft-Knifte benutzen, wandert dieses Nozzle nach hinten, diese Bibi kann ein bisschen höher wandern und das Nozzle geht wieder nach vorne und drückt sozusagen die Bibi in eine Hop-Up-Kammer rein. So. Die Feder ist in der Zeit gespannt, das passiert alles in Millisekunden. Die Feder ist gespannt und möchte jetzt sozusagen released werden, darauf wartet sie, das ist alles ein Trigger noch, um die Bibi hier raus zu befördern. Wenn wir jetzt nichts weiter vornehmen, wird diese Bibi einfach vorne aus eurem Lauf, durch die Hop-Up-Kammer durchwandern, durch den ganzen Lauf durchwandern, egal wie lang der ist, und dann irgendwann nach 10 oder 20 Metern auf dem Boden landen. Das wäre ein unglaublich langweiliges Spiel, weil wir im Prinzip alle 20 Meter zueinander nur hätten und ein Projektil hätten, das nicht ansatzweise realistisch fliegt. Das kann man aber ändern. Und zwar kommt jetzt nämlich die Hop-Up-Kammer ins Spiel. Die Hop-Up-Kammer hat ein Bucking. Das ist ein Gummiröhrchen sozusagen, in das diese Bibi natürlich reingeladen wird, ne, durch das Nozzle, haben wir ja gerade gelernt. Und jetzt hier festgehalten wird, bis der Luftdruck sie da rausschießt. Wir haben jetzt folgende Möglichkeit. Je nach Gewicht der Bibi fliegt die ja mehr oder weniger weit. Jetzt kommt's aber. Wir können das ganze Ding manipulieren. Und zwar können wir hier oben auf diesem Hop-Up-Bucking Druck ausüben. Da gibt es kleine Schalter bei uns an den Airsoft-Kniften. Da steht dann mehr oder weniger Hop, ne, mit so einer Pfeilrichtung oder sowas. Das können gedrehte Sachen sein, das kann man mit einem Imbusschlüssel machen oder mit so einem Schieberegler. So, jetzt kriegt diese Bibi nämlich von oben Druck. Der Effekt, der jetzt kommt, nennt sich Magnus-Effekt. Denn jetzt wird nämlich diese Kugel mit einem Antrieb versehen, Luft in dem Fall, und wird vorne aus der Airsoft-Knifte rausgeschossen. Aber dadurch, dass die oben Druck bekommen hat, dreht die sich rückwärts. Also wir haben eine Kugel jetzt, die durch die Luft fliegt und sich rückwärts dreht. Dadurch durchschlägt sie die Luft, die vor ihr ist, und die Luft wickelt sich in einer Aufwärtsbewegung sozusagen um diese Kugel rum und trägt die Kugel sozusagen nach oben. Wenn wir jetzt einfach super viel Druck von oben drauf geben würden, würde das Ding einfach sup in den Himmel rein befördert werden. Wir hätten gar keinen Einfluss mehr darüber, wo das Ding überhaupt landet. Das heißt, man muss immer so viel Druck geben, dass die Kugel genau der Schwerkraft entgegenwirkt. Je nachdem, wie schwer das Ding ist. Ja? Und dann bleibt sie ganz lange gerade und dann irgendwann nach 50, nach 60, je nachdem wie viel Leistung natürlich auch unsere Knifte hat und wie gut das Hop-Up-Gummi ist und wie gut dieses ganze Hop-Up-System in der Knifte ist, schafft sie es mehr oder weniger weit und fällt dann natürlich auf den Boden. So, das ist ziemlich interessant und somit auch einer der wichtigsten Bauteile in eurer Airsoft-Knifte, abgesehen von der Antriebsart selber. Der Einfluss eurer Hop-Up-Kammer auf die Flugbahn eurer Bibis ist so immens hoch, dass ich lieber ein Bambusrohr aus dem Baumarkt als Innenlauf einbauen würde, als auf eine Hop-Up-Kammer zu verzichten.